Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Vorwort zu Stalker Shadow of Chernobyl, das ich ab Montag auf Twitch streamen werde, also immer zu den bekannten Terminen, montags und mittwochs, jeweils 19 Uhr. Es ist einiges zu diesem Spiel zu sagen, bevor wir anfangen, und ich empfehle auch allen Zusehern, dieses Video zur Kenntnis zu nehmen. Das ist eine ziemlich überflüssige Bemerkung, weil um diese Bemerkung zu hören, müsst ihr das Video schon zur Kenntnis genommen haben oder gerade zur Kenntnis nehmen, sonst würdet ihr, also ihr wisst doch, worauf ich hinaus will. Also, ein paar Vorbemerkungen sind nötig. Zum einen, Stalker Shadow of Chernobyl ist für mich das beste Computerspiel aller Zeiten. Das ist subjektiv und nur meine Meinung, das muss nicht jeder so sehen, aber für mich ist das so. Und das mag den einen oder anderen, der meinem Kanal, sei es auf Twitch oder auf YouTube, schon eine Weile folgt oder auch nur kurze Zeit folgt, dem mag das etwas seltsam erscheinen, da ich ja üblicherweise eher so Rollenspiele mag und Strategiespiele und Weltraumspiele, aber keine First-Person-Shooter. Und das, dieser Eindruck täuscht auch nicht. Ich mag First-Person-Shooter eigentlich auch nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich sie grundsätzlich nicht mag. Es liegt auch ein bisschen an meiner Unfähigkeit, sie kompetent zu spielen. Und aus dieser Unfähigkeit kann auch irgendwie keine Freude erwachsen. Das ist also weniger der Schuld der jeweiligen Spiele, sondern üblicherweise eher der Art, wie gespielt wird, also sehr geschicklichkeitsbasiert. Also das wollen wir nicht drauf eingehen. Dennoch ist mir Stalker das liebste Spiel, mit dem ich vielleicht nicht unbedingt am meisten Zeit, aber doch immer wieder Zeit verbracht habe. Und das mich kein anderes Spiel in den Bann gezogen hat, was die Immersion angeht. Was hinzukommt, was ist für mich, obwohl es ein First-Person-Shooter ist, was es ist, für mich erträglich in Anführungsstrichen macht oder benutzbar, bedienbar, spielbar, ist die Tatsache, dass es nicht der typische First-Person-Shooter ist. Es ist ein First-Person-Shooter mit Rollenspielelementen. Es ist ein Open-World-First-Person-Shooter. Es ist ein First-Person-Shooter mit Quests, mit NPCs, mit NPC-Interaktion, mit Erforschung einer zwar begrenzten, aber doch offenen Welt, in der es unglaublich viel zu entdecken gibt, sei es einfach nur hübsche Situationen im Sinne von grafisch hübsch, landschaftlich schön, aber halt auch eine ganze Menge Secrets und versteckte Sachen und hier und da. Also es ist da ein bisschen ein Hybrid, wobei dennoch das Hauptaugenmerk auf First-Person-Shooter liegt. Aber dennoch, auch für einen Rollenspieler ist es machte Spaß. Zumindest für mich war das der Fall. Und was dieses Spiel so außergewöhnlich macht, in meinen Augen, ist der enorm hohe Faktor an Immersion, an Atmosphäre, den dieses Spiel erzeugt. Da bin ich allerdings auch ein bisschen vorgeschädigt. Das Spiel findet statt in der Exclusion Zone um Tschernobyl, also um das Kernkraftwerk Tschernobyl herum. Und das ist ein Gebiet, das mich schon immer fasziniert hat. Oder sagen wir es mal so, das, was ich einfach persönlich interessant finde oder spannend finde, einfach ja von der Atmosphäre her, von den Visuals her, sind menschliche Bauten, menschliche Strukturen, die wieder quasi der Natur anheimfallen, die quasi in Anführungsstrichen von der Natur zurückerobert werden, weil die Menschen
aus irgendeinem Grund nicht mehr da sind. Das, also so Industrieruinen finde ich einfach optisch faszinierend. Und wir haben mit Tschernobyl und der Exclusion Zone eine ziemlich große, also erstmal haben wir eine ziemlich große Industrieruine und halt auch drumherum das evakuierte Gebiet ist ja, jetzt mal von kleineren Ausnahmen absieht, menschenleer. Und allerdings die ganzen Gebäude stehen ja auch noch. Und da die Art, wie die seinerzeit die Evakuation, Evakuierung, Pöks, meine Güte. Evacuation, das ist ein, also Evakuierung durchgeführt wurde, die quasi von jetzt auf gleich stattfand, ist das wirklich wie so ein Freeze-Frame in der Welt. Wenn man sich die Bilder anguckt, und ich meine, kann man ja im Internet, wenn man nicht selber hinfahren will, im Internet auf verschiedenen Seiten. Also diese verlassenen Gegenden, von Menschen verlassenen Gegenden sind, sehen wirklich aus, als würden sie stillstehen in der Zeit. Ursprünglich. Und dann setzte natürlich der Verfall in Anführungsstrichen ein, beziehungsweise das Wiederübernehmen durch Pflanzen, Tiere, alles Mögliche, was allerdings diese sich quasi im Zustand der Schwebe befindenden menschlichen Dinge da drin, wie, weiß ich nicht, Tische, Stühle, das Essen auf den Tischen, der Topf auf der Herdplatte und so weiter, das gibt einen, wie ich finde, hochinteressanten Kontrast. Also das jetzt nun mal dazu, das ist für alles Weitere nicht wichtig, aber das ist einer der Gründe, warum mich diese Exclusion Zone um Tschernobyl schon immer fasziniert hat. Und warum mich Industrieruinen und sowas in der Richtung einfach interessieren. Zum anderen, damit nicht genug. Das würde ja schon reichen, um Atmosphäre für mich zu erzeugen. Zum anderen ist das Spiel angelehnt oder basiert auf dem Film Stalker, beziehungsweise wie der Film Stalker auf dem Buch Picknick am Wegesrand von den Strugatzky-Brüdern, ein fantastisches Buch, wenn man auf, muss ich dazu sagen, weil ich weiß von Leuten in meinem Umfeld, dass diese Ansicht nicht von allen geteilt wird. Also man sollte osteuropäische Science-Fiction mögen oder zumindest sie nicht furchtbar finden, dann dürfte der Roman einem gefallen. Oder dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass er einem gefällt. Ich finde ihn wahnsinnig gut. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Es streitet sich immer so um Platz 2 meiner ewigen besten Liste, was Science-Fiction-Literatur angeht, mit New Romancer. Da bin ich, je nach Stimmung, finde ich mal das eine besser, mal das andere. Also es ist wahnsinnig gut, wahnsinnig atmosphärisch geschrieben. Und der Film, der dann, ich glaube, in den Ende der 70er, von dem bekannten russischen Regisseur Tarkovsky verfilmt wurde, ist auch sehr atmosphärisch, um es vorsichtig zu formulieren. Meines Erachtens unverstehbar, wenn man das Buch nicht kennt, und selbst mit Buch muss man schon das eine oder andere geraucht haben, damit das fließend wird, was da passiert. Also es ist auf jeden Fall ein sehr atmosphärischer Film und dieses Spiel basiert halt so ein bisschen auf beidem. Also es gibt Situationen, da fühlt man sich sehr an die Beschreibung im Buch erinnert, bei anderen sieht man, oh, das ist ja direkt aus dem Film. Also die Optik ähnelt doch stark dem Film, was allerdings auch kein Wunder ist, weil es spielt ja in der gleichen Gegend. Das ist nämlich der dritte Punkt. Ich weiß nicht, oder der wievielte auch immer, weswegen ich das Ganze interessant finde. Es spielt in der realen Welt, in Anführungsstrichen. Natürlich gibt es etwas Science-Fiction-mäßige Einsprengsel, zu denen komme ich gleich, aber vom Prinzip ist das die Ukraine, wie sie auch tatsächlich existiert. Und wie sie zum Zeitpunkt des Spiels auch aussah. Das Spiel findet statt 2012.
Es ist von, also nicht wie es 2012 aussah, also das Spiel ist von 2007, also wie es Anfang der Nullerjahre oder Mitte der bis Ende der Nullerjahre dort aussah. Also der Tschernobyl-Sarkophag ist noch der alte, ist nicht der neue und so weiter und so weiter. Aber das Entwicklerteam, GSC Game World, heißen sie, glaube ich, ist quasi, sind Locals, also die, das ist ein ukrainisches Team und man kann an denen, wenn man das mal die Opt oder die Grafiken im Spiel mit den realen Bildern aus der Gegend vergleicht, haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, dass das Ganze authentisch aussieht. Das macht die ganze Sache noch so ein Tucken interessanter, weil man hat wirklich das Gefühl, dass man da ist. Also man erkennt Sachen wieder, die Vegetation ist ähnlich, die Art der Gebäude ist ähnlich, selbst die Zäune und Schilder sind ähnlich, wie man es auf realen Fotos halt sehen kann. Und das vergrößert für mich diesen Immersion-Faktor noch. Und was da dann noch hinzukommt, ist, dass darauf aufbauend es dann auch noch diesen Science-Fiction-Überbau gibt mit unerklärlichen Phänomenen, mit Bereichen, wo die Physik nicht richtig funktioniert und also Sachen, die irreal sind, aber auch nicht auf so einem Maße. Es ist halt keine Space Opera, es ist kein Fantasy, es ist alles, es ist zwar übernatürlich in gewisser Maßen, aber es hat halt quasi noch den, zumindest einen Fuß so ein bisschen auf dem Boden der Realität, was das für mich auch spannend macht. Es basiert, wie gesagt, auf dem Film und auf dem Buch. Beides braucht man nicht zu kennen, um am Spiel Spaß zu haben. Ich kannte auch beides nicht, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ich habe es gespielt, dann habe ich entdeckt, worauf es basierte, habe mir dann den Film angeguckt, habe gedacht, ich bin im falschen Film ich habe gerade irgendwie, offensichtlich hat mir irgendjemand LSD in den Tee getan oder irgendeine Art von Drogen in den Tee getan, weil ich habe davor gesessen und nichts begriffen, aber das war auch zugegebenermaßen, was mein erster, ich glaube, es war auch mein erster Tarkovsky-Film und die sind ein bisschen eigen, sagen wir es mal so, wenn man es nicht gewohnt ist. Also, ich habe dann das Buch gelesen, war fasziniert, fand es großartig, habe mir daraufhin den Film nochmal angesehen, habe davon dann auch ein bisschen mehr verstanden und habe dann das Spiel nochmal gespielt und habe dann erst so viele kleinere Sachen verbinden können, die aber für das Spielerlebnis völlig irrelevant sind. Also es ist eigentlich nur für die, ja, wo kommt das Spiel her, warum heißt das so und warum spielt es da? Warum spielt es da, das stimmt nicht mal. Das hat weder was mit dem Film noch mit dem Buch zu tun. Buch und Film spielen in einer Exclusion Zone, nicht in der von Tschernobyl, weil die Exclusion Zone, die im Buch vorhanden ist und in der das Buch stattfindet, das ist eine ganz andere Exclusion Zone. Das sind, da gibt es auch mehrere von auf der Welt. Das sind nämlich, dort sind außerirdische Prozesse haben dort stattgefunden, sagen wir es mal so. Und das wird, glaube ich, gleich im Vorwort des Buches klar gemacht. Die sind völlig unerklärlich, die Menschheit hat davon keine Ahnung, hat nur festgestellt, dass da offensichtlich irgendwas nicht von dieser Welt passiert und weil man nicht weiß, was das ist und das ja potenziell gefährlich ist, macht man einen Zaun drumherum, kennt man ja übliche Vorgehen. Und davon gibt es halt einige und das sind halt die Exclusion Zones im Buch und im Film. Diese Exclusion Zone ist halt, das ist halt die quasi ja, die Transferleistung von GSC Game World gewesen, das halt in die Exclusion Zone von Tschernobyl zu verpflanzen und auch diesen ganzen außerirdischen Kram wegzulassen. In Stalker ist es so, man weiß stumpf nicht, was das ausgelöst hat, diese seltsamen, weil seltsame Dinge passieren auch in der Exclusion Zone von Stalker, dem Spiel. Allerdings ist es da halt, ja, man weiß es nicht. Zumindest wir wissen es nicht. Es können Außerirdische sein. Ich meine, was da passiert, also es kann nicht damit erklärt werden, dass da einfach nur Radioaktivität ist. Ist klar, wir treffen auf
Das ist mal ein häufiges Missverständnis. Man kämpft in diesem Spiel gegen Mutanten, sogenannte, oder irgendwie mutierte Viecher. Die sind aber nicht mutiert, weil da ein Kernkraftwerk vor einer Weile kaputt gegangen ist. Das sind andere Mutationen. Ich meine, man, gerade in der Populärkultur wird ja der Radioaktivität alles Mögliche zugeschrieben. Ja, radioaktive Strahlung mutiert DNA und so weiter, aber nicht so spezifisch, wie das gerne mal in Filmen passiert. Also da kommen ja dann aber immer Superhumans raus oder Superanimals. Die Gründe, warum das hier in diesem Spiel passiert oder warum man gegen Mutanten kämpft und nicht gegen einfache normale Tiere, hat halt damit zu tun, dass irgendwas Unerklärliches in dieser Zone passiert. Und das ist man halt dabei zu erkunden. Man wird nicht alles erfahren, aber man wird der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Das ist so Inhalt des Spiels. So, das ist das Ganze drumherum. Jetzt verliere ich noch ein paar Worte zum Spiel, was uns da erwartet, grob, bevor ich dann wahrscheinlich in einem separaten Teil zu den für mich spezifischen Veränderungen komme, die ich vorgenommen habe. Damit es für einen Rollenspieler, Schrägstrich Strategiespieler, ein vernünftiges Unterfangen wird. Da kommen wir später zu. Zunächst, das Spiel, als es erschienen ist, war furchtbar, nahezu unspielbar vor Bugs, die mehr oder minder herausgepatcht wurden. Aber, nun ja, wie gut da die ursprünglichen Entwickler das gepatcht haben, weiß ich gar nicht mehr. Es ist schon von Anfang an gemoddet worden, bis zum Tod hinaus. Was auch sehr einfach ist. Dieses Spiel ist sehr einfach konfigurierbar. Man kann quasi alles im Spiel mit einem einfachen Texteditor verändern. Und es ist auch fast alles irgendwo im Netz dokumentiert, weil das Spiel eine große Fangemeinde hat und eine große, ja, demzufolge eine relativ, also wirklich umfassende Dokumentation der verschiedenen, was die verschiedenen Einträge in den verschiedenen Dateien machen, die man halt, wie gesagt, alle mit einem Texteditor verändern kann. Es ist zwar einiges auf Russisch, aber wenn man mit Google Translate zum Beispiel, kriegt man es meistens raus, was gemeint ist, wenn man nicht gerade zufällig Russisch kann. Ansonsten ist das, also das ist von Anfang an hat das, oder von einem sehr frühen Zeitpunkt hat das angefangen, dass das Spiel gemoddet wurde bis zum geht nicht mehr. In erster Linie, oder ne, stimmt nicht mal in erster Linie, ging in alle Richtungen die Mods. Die meist oder der für mich wichtigste Teil waren wirklich Bugfixes, Convenience-Verbesserungen und einfach ziemlich dumme Fehler, sage ich mal, im Gameplay, die den Entwicklern unterlaufen sind. Die sind eigentlich alle aus, diesen ja, die sind faktisch alle ausgemerzt. Dann wurde natürlich im Laufe der Jahre immer wieder die Grafik verbessert, die Texturen wurden verbessert, der Sound wurde verbessert. Es ist inzwischen, also es wird immer noch gemoddet, die Modder-Szene ist immer noch aktiv. Gerade vor kurzem ist eine sehr umfangreiche Standalone-Mod erschienen, Anomaly, die sogar die Engine weiterentwickelt hat. Das kümmert uns aber alles nicht. Wir wollen das mehr oder minder das Vanilla-Game spielen. Allerdings mit, wie ihr da unten seht, Starter Pack 2019 mit einem Mod-Pack. Dieses Mod-Pack enthält, ich glaube, ja, neue Texturen. Also ich gucke gerade, was das enthält. Also zum einen Photorealistic Zone, Texture Pack for Ground Tree Structures, etc. etc. Weather Overhaul, also bessere Wettereffekte, bessere Skyboxes, neue Shaders und auch noch einmal Shaders Max und dann auch noch Autumn Aurora Shaders sind auch nochmal, also grafische Verbesserungen in erster Linie. Und Grafikeffekte Verbesserung. Und es hat, es ist also eine Kombination aus verschiedenen Mods, deswegen Starter Pack. Es hat auch noch den für mich wichtigsten, die für mich wichtigste Mod im Stalker-Universum, Zone Reclamation Project nennt sich die. Die bügelt quasi alle Bugs aus, die es irgendwie beim Spiel gab.
und verändert allerdings das Gameplay nicht. Und das ist nämlich ein Problem für mich, was viele Mods haben, weil das häufig Mods sind, die von Leuten gemacht werden, wie das üblich ist beim Modden von Spielen, die sich mit dem Spiel sehr gut auskennen und die das Spiel auch sehr gut können. Und da es ein Ego-Shooter ist, sind das meistens Leute, die Ego-Shooter ziemlich gut können. Und demzufolge sind die Mods meistens für einen Nicht-Ego-Shooter-Spieler einfach zu schwer oder zu frustrierend. Ja, zu frustrierend. Es wird etwas vorausgesetzt, was ich nicht habe. Und das gilt halt für einige. Deswegen bin ich bei Stalker-Mods immer vorsichtig, wenn sie ins Gameplay angreifen, weil mit dem eigentlichen Spiel, mit dem eigentlichen First-Person-Shooting im Vanilla-Game in Anführungsstrichen, komme ich gut klar. Aber das reicht dann auch. Und ich brauche keine super realistische Ballistik. Ich brauche keine, obwohl die in Stalker schon ziemlich realistisch ist. Also sie ist zumindest realistischer als in vielen Ego-Shootern. Ich brauche keine, weiß ich nicht, realistischen Recoils oder so. Das ist mir alles egal. Ich möchte am liebsten, ne, also ich spiele das, wie ich ein Rollenspiel spiele. Das heißt, ich klicke irgendwo hin und dann attackiere ich den Gegner und da geht es mir nicht darum, dass ich hier jetzt irgendwie durch eine Waffe, also mit einem Gewehr geschossen habe. Da ich auch nicht gedient habe, ich habe da einfach überhaupt keinen Zugang zu dieser ganzen Waffenfaszination. Deswegen, wenn da, das sind halt, es gibt halt eine Pistole, das ist ein Dolch und, ist es natürlich nicht, aber jetzt mal, ne, Analogie, und dann gibt es halt eine, weiß nicht, Maschinenpistole, das ist ein Kurzschwert und dann gibt es ein Sturmgewehr, das ist ein Langschwert. Also, so weit geht mein Fassungsvermögen, was Waffen angeht. Es ist allerdings, wie gesagt, schon im Vanilla-Zustand ein bisschen was anderes als einfach irgendwo hinklicken und dann fällt da hinten der Gegner um. Also man muss schon genau zielen, man muss, dazu komme ich später, es gibt sowas wie Flugbahnen, ne? Also es gibt Schwerkraft, das heißt die Kugeln, Bullets, beschreiben halt eine wirkliche Flugbahn und fliegen halt nicht gerade drauf und so. Also es ist schon alles ziemlich gut. Die Physics Engine im Spiel ist auch ganz nett. Sie hat ein paar, wie das Physics Engines immer haben, also die eine oder andere lustige Kleinigkeit, wenn sie wegglitscht oder so, wenn das nicht funktioniert. Aber ansonsten, also es ist schon, was das angeht, relativ fortschrittlich, sage ich mal, das Spiel im Originalzustand. Und wenn dann als dann noch die Bugs entfernt wurden, wurde das quasi dadurch nur besser. Ja, das war die Starter Pack Mod. Also die findet sich auf ModDB, soweit ich weiß. Also da habe ich sie zumindest her. Ist also, wie gesagt, in erster Linie Bugfix, also ist eine Kombination aus diesen Bugfix-Mods oder der großen Bugfix-Mod. Und wo man dann auch, weil es einen Konfigurator hat, auch wahnsinnig viele der Sachen, die man sonst von Hand im Texteditor ändern muss, kann man dann mit einem Konfigurator ändern. Also das ist schon eine sehr nette Mod, dieses Zone Reclamation Project. Und dann halt grafische Verbesserungen. Also das ist im Grunde dieses Starter Pack 2019. So werden wir das also in einer der heutigen. Es ist nicht die Qualität von heutigen AAA-Spielen, aber es kommt der dem genussvollen Bereich an grafischer Schönheit schon nahe. Und es ist auf jeden Fall besser als das Vanilla Game von 2007. Also da hat sich doch ein bisschen was getan. Es ist allerdings von 2007, das heißt, es ist noch ein paar Sachen da, die offensichtlich hardcoded sind. Da merkt man, dass das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber das werden wir sehen. Im Großen und Ganzen haben die Mods schon einen guten Job gemacht, wenn es darum geht, das Spiel in die Neuzeit zu überführen oder in die jetzt 10er Jahre sozusagen. Ich kenne diese Mod selber noch nicht. Die ist relativ neu. Ich habe das Spiel das letzte Mal gespielt, das ist schon ein paar Jahre her.
Ich habe in erster Linie zwei Mods gespielt. Die Complete Mod, die wahrscheinlich die bekannt oder eine der bekanntesten ist. Und die Oblivion Lost Mod. Also ich habe, also genau genommen habe, also die habe ich am häufigsten gespielt. Ich habe Lost Alpha habe ich gespielt. Also es, ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viel damit experimentiert und auch selber ein bisschen was in der Richtung gemacht. Also ich konnte dann irgendwann selber das in den Spieldateien einstellen, wie ich es haben wollte, und musste da nicht auf Mods zurückgreifen. Das war ganz nett. Aber in der Vergangenheit in erster Linie Complete Mod und Oblivion Lost Mod. Für die, die sich damit auskennen, wissen, was damit gemeint ist. Worauf ich für die, die das nicht tun, nur hinaus will, ist, diese Mod ist für mich auch neu. Sie müsste allerdings relativ nah an dem sein, was ich kenne, weil die Stalker Complete Mod vom Prinzip, vom Gameplay nicht viel vom Vanilla Game weggeändert hat. Also müsste mir das meiste bekannt vorkommen. Und ich müsste mich also noch auskennen. Gleichwohl wird das Ganze eine Exploration. Es wird eine Erkundung einer offenen Welt sein. Ich habe mit Sicherheit auch noch nicht alles gefunden. Ich habe mit Sicherheit auch viele Sachen vergessen. Wir werden es also, was das angeht, angehen wie ein, ja, wie man halt in diesem Fall so eine Art von Rollenspiel halt aus der First-Person-Perspektive angehen würde. Und das ist etwas, worauf ich mich auch schon freue. Wir haben also, um das nochmal zusammenzufassen, neben Science Fiction auch Horrorelemente im Spiel. Also einen gewissen Gruselfaktor wird es geben und einige Jumpscares, einige, also davon wiederum einige, die ja wirklich buchstäblich Jumpscares sind, aber das werden wir dann sehen. Es ist allerdings mehr atmosphärischer Horror, weniger und so. Die Rollenspielelemente beziehen sich weniger, wie ich ja schon gesagt habe, weniger auf, wie man das im richtigen Rollenspiel kennt, also man kriegt Erfahrungspunkte und so weiter, sondern es ist mehr questbasiert und die Progression im Spiel ist in erster Linie ausrüstungsbasiert. Also wir können zwar nicht von Anfang an überall hin, weil bestimmte Gebiete durch die Entwicklung, Weiterentwicklung der Story erst freigeschaltet werden müssen, wo man das teilweise ein bisschen umgehen kann. Aber grundsätzlich ist das, was man zu Beginn oder relativ früh dann alles erkunden kann, ist schon ein relevanter Teil der Gesamtwelt, in Anführungsstrichen. Und dort ist es so, wie man das aus zum Beispiel Might and Magic kennt, dass man da in bestimmten Orten einfach nicht weiterkommt, liegt einfach daran, dass die eigene Ausrüstung nicht gut genug ist. Beziehungsweise, also bei Might and Magic war's, da war das Level nicht hoch genug. Also es ist eine Open World, aber die quasi beschränkt ist dadurch, dass man nicht gut genug ist für bestimmte Bereiche. Also nicht so wie Ultima, wo man vom Prinzip fast überall hin kann, sondern halt eher so wie Might and Magic, wo man halt von den eigenen Fähigkeiten begrenzt wird, und in Stalker liegt das halt in erster Linie an der Ausrüstung, die einem zur Verfügung steht. Das ist das, also Open World, nicht allzu groß, also keine ganze Welt, sondern es ist halt nur die Exclusion Zone und davon auch aus irgendeinem Grund nur der südliche Teil, der nordwestliche sein. Also es ist, sie haben auch die Geografie ein bisschen geändert, damit es leichter zu verstehen ist. Also wir fangen quasi ganz im Süden an und es geht immer weiter nach Norden. Das ist nicht realistisch. Also wer die tatsächliche geografische Situation vor Ort kennt, weiß, das stimmt nicht, aber das sind nur Kleinigkeiten. Da muss man willful suspension of disbelief und so weiter. In dieser Open World müssen wir auch irgendwie ums Überleben kämpfen. Wir sind nämlich mehr oder minder auf uns allein gestellt. Wir können zwar Alliierte gewinnen und so weiter, aber es hat auch definitive Survivalist-Aspekte, das Spiel. Es gibt ein Hungersystem. Es gibt überall lauernde Umweltgefahren. Also mal abgesehen von der
mehr oder minder mutierten Fauna gibt es natürlich, gibt es auch sogenannte Anomalien. Das sind lokale Gebiete, in denen die Physik irgendwie verrückt spielt und ganz unschöne Sachen mit einem anstellt, wenn man da aus Versehen reinkommt. Und sowas, das ist, und diese Bereiche zu erkunden, ist dann auch immer noch ein spannender Teil. Also wenn man das Spiel wirklich wie ein First-Person-Shooter spielt, so von wegen, ich will Leute abballern und will möglichst schnell ans Ende kommen, kann man das Spiel in ein paar Stunden durchspielen. Weiß ich, vielleicht 10 oder so, würde ich mal schätzen. Oder 12. Wenn man es allerdings wie ein richtiges Rollenspiel spielt, oder wie ich es immer gespielt habe, wirklich jede Ecke erkunden will und jedes Secret finden, in Anführungsstrichen, jedes Geheimversteck von irgendwas, dann ist man damit sehr länger beschäftigt und entdeckt dabei halt auch wahnsinnig viele interessante Sachen. Aber komme schon wieder ins Lobhudeln. Was auch noch ganz wichtig ist, was das Spiel besonders macht, ist die KI. Die nennt sich A-Life. Und die, obwohl die, wo man darüber streiten kann, ob die tatsächliche KI in Kampfsituationen gut genug ist, das ist für mich zweitrangig, also ist jetzt für den Punkt, den ich machen will, zweitrangig, was diese KI macht und was das Spiel simuliert, das ist wirklich, dass die anderen Leute in dieser Zone, also unsere Mitstalker, da gibt es verschiedene Gruppen und die mögen sich nicht, manche mögen sich und so weiter. Alle haben verschiedene Motive, warum sie da in dieser Zone rumscharwenzeln. Darum soll es erstmal nicht gehen. Aber die haben alle irgendwas, was sie tun. Und sie wandern über die Welt, durch das Gebiet, genauso wie die Tiere, also wie die Fauna. Manchmal treffen die sich, dann gewinnt mal der eine, mal der andere. Also es passiert, das Spiel findet quasi auch ohne uns statt. Und das führt halt mitunter dazu, dass man irgendwo, zum Beispiel, man bekommt den Auftrag, man soll irgendeinen Stalker erschießen, weil der irgendwie einem irgendwas, egal. Also das ist der Auftrag, kill, bla bla bla. Und dann geht man da hin und stellt fest, oh, den hat irgendwie ein Wildschwein angegriffen, mutiertes Wildschwein, und hat den getötet. Und okay, dann müssen wir jetzt noch irgendwie das Ganze verifizieren, dass der das auch ist. Das macht man dann und dann geht man zurück zu seinem Auftraggeber und sagt, hier, ist tot, erledigt. Sowas passiert halt. Man findet Leute auch nicht immer an den gleichen Orten, also die bewegen sich wirklich. Auch ganze Gruppen bewegen sich. Manchmal greifen die eine Gruppe auch die andere an, woraufhin die eine Gruppe dezimiert und so weiter. Also es passiert ständig irgendwas. Und zwar nicht nur da, wo der Spieler gerade ist, sondern in der ganzen Welt. Das macht die Sache für einen, wenn man sowas mag, unglaublich faszinierend und spannend. Es hat halt ein paar, wenn man sowas nicht erwartet oder gewohnt ist, ist das natürlich ein bisschen verstörend. Also es ist vielleicht deswegen auch nicht für jeden First-Person-Shooter-Fan geeignet, dieses Spiel. Aber gut, das bin ich ja nicht und deswegen ist das alles kein Problem, sondern können wir auf der Haben-Seite verbuchen. Es kann natürlich auch passieren, dass Questgeber sterben. Weil die laufen halt auch irgendwo rum, beziehungsweise die sitzen halt irgendwo rum in ihrer, weiß ich nicht, in ihrem Baumhaus, in ihrem temporären Shelter. Und dann werden sie vielleicht halt von irgendwelchen Viechern angegriffen und überleben das vielleicht nicht, wenn sie Pech haben. Und dann ist der Questgeber weg. Was das Spiel allerdings, und in den allerersten Spielversionen konnte das auch tatsächlich, ich glaube, mit Hauptquests passieren, was natürlich nicht sein darf, aber das wurde recht schnell behoben. Das gilt halt nicht für die Main Quest. Die ist immer verfügbar, entweder weil die Questgeber, was das angeht, in geschützten Bereichen sind, wo niemand hin kann, also niemand hin kann, der sie töten kann, oder weil es zum Beispiel auch reicht, wenn man ihren Leichnam untersucht, um in der Story voranzuschreiten, weil man halt ihren PDA durchliest und dann die gleiche Information kriegt, die sie einem sonst gesagt hätten. Also die dokumentieren ihre Sachen auch sehr gut, dass man, dass es gar nicht nötig ist, dass man persönlich mit ihnen in Kontakt tritt. Das reicht auch völlig, wenn man ihren PDA von ihrer Leiche klaubt. Also diese KI ist wirklich, macht das ganze Spiel faszinierend. Ähm,
So, dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Teil dieses Vorwortes, in dem es nämlich um den für den weiteren Konsum dieser Videos relevante Dinge geht. Nämlich weniger um eine Lobhudelei des Spiels, wie in dem vorigen Video, sondern jetzt um das, was ich aus dem Spiel gemacht habe, damit es mir Spaß macht. Ich habe einige Sachen geändert. Ich spiele das Spiel eher wie ein Rollenspiel. Das heißt, es sind einige Sachen im Spiel, die für diese Art des Spiels sehr unvorteilhaft sind. Zum Beispiel hat das Spiel ein mehr oder minder realistisches Gewichtssystem. Also alles, was wir finden, wiegt etwas und wir können halt nur eine gewisse Anzahl von Kilogramm tragen. Wenn wir über, ich glaube 50 Kilo war es im Vanilla-Game, über 50 Kilo kommen, können wir uns so gut wie gar nicht mehr fortbewegen. Ich glaube, über 60 Kilo können wir, brechen wir quasi zusammen, beziehungsweise können uns gar nicht mehr bewegen. Das ist, jeder, der schon mal sowas geschleppt hat, weiß, dass das, ja, das stimmt schon. Also, dass man wie in Rollenspielen 5 Plate-Mails mit sich rumschleppen kann, das geht natürlich nicht. Nur andererseits, wenn man das Spiel wirklich sehr vollständig erkunden will und das, ich bin es einfach, das ist halt etwas, das bin ich von Rollenspielen nicht gewohnt, dass das ein Problem ist. Deswegen ist eine Sache, die ich gemacht habe, ich habe den, also ich glaube, die Mod, eine der Mods, die ich installiert habe, erhöht das Weight Limit von 50 auf 60 Kilo und ich habe es nochmal erhöht auf 80 Kilo. Also wir können jetzt definitiv, ja, unrealistisch viel mit uns rumschleppen, aber ich meine, theoretisch hätte ich es auch auf 1000 Kilo setzen können, also oder, ne? Aber ein bisschen Beschränkung soll ja sein, aber 50 Kilo ist doch schon sehr wenig. Und da ist man sehr viel damit beschäftigt, Waffen zu entladen und wegzuschmeißen, weil man die Muni braucht, aber die Waffe dann nicht tragen kann. Und das ist so sehr viel Busy Work, was das bringt. Es hat ein paar ganz nette spielerische Elemente, deswegen wollte ich das Weight Limit auch nicht komplett ausschalten. Man sucht sich halt sozusagen so eine Art Hauptquartier oder temporäres Hauptquartier, von dem aus man dann für eine gewisse Zeit zu so Erkundungstrips aufbricht und dann wieder zurückkommt, um seine gefundenen Sachen abzuliefern, beziehungsweise zu lagern oder zu verkaufen, was auch immer. Deswegen, das ist schon Teil des Spiels, deswegen wollte ich es halt nicht ganz ausschalten, aber diese 50 bestimmt oder 60 Kilo, die haben meiner Erfahrung nach in der Art, wie ich es spiele, häufig dazu geführt, dass ich minutenlang rumklicke, um irgendwelche Waffen zu entladen, um an die Muni zu kommen und die Waffen dann wegzuschmeißen und so weiter und so weiter. Und das ist, das wollte ich mir einfach ersparen. Also das ist eine Sache, die ich gemacht habe und die ist, wo natürlich ein Purist aufschreien wird, oh Gott, aber es wird noch schlimmer. Eine andere Sache, wo ein First-Person-Shooter-Purist wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ist die Art, wie ich schieße. In First-Person-Shootern ist es offensichtlich üblich und wahrscheinlich auch in der realen Welt, ich bin wie gesagt ungedient, deswegen weiß ich es nicht, dass man über die Iron Sights, also Kimme und Korn oder wie das heißt, also da anvisiert, wenn man nicht gerade ein Zielfernrohr hat und dann damit schießt. Das kann ich in diesem Spiel nicht. Das Spiel hat nämlich ein Fadenkreuz, beziehungsweise so wie ich es eingestellt habe, einen Fadenpunkt. Also der anzeigt, wo die Kugel hingeht, wenn ich auf die Maustaste drücke. Dieses Fadenkreuz verschwindet, wenn man über die Einsights anvisiert, die man ja auch nicht mehr braucht, weil man kann das ja über die Einsights machen. Also das führt dann dazu, dass man die Waffe sich so an die ins Gesicht hält oder näher ran irgendwie und dann da so durchguckt. Dann, ne? Das heißt, die Waffe nimmt gleich einen großen Teil des Gesichtsfeldes ein, das finde ich schon mal doof. Und worauf ich schieße, sehe ich sowieso nicht, weil das ist so ein Pixel oder so. Und dann sehe ich, also ich kann es einfach nicht. Sagen wir es so. Es ist nicht so, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Ich kann es einfach nicht vernünftig. Deswegen mache ich es nicht. Habe ich es nie gemacht. Ich schieße quasi immer aus der Hüfte. Und da das Spiel ein bisschen realistisch ist, gibt es da einen ziemlichen Malus drauf, was die Genauigkeit angeht, wo die Kugeln dann tatsächlich hinfliegen, weil man da einfach nicht so genau schießen kann in der Realität. Mag sein. Diesen Malus habe ich auf Null gesetzt, beziehungsweise auf nicht ganz Null. Also es macht immer noch einen Unterschied,
wie schnell wir uns bewegen, also da gibt es auch Unterschiede. Je nachdem, wie schnell man sich bewegt, ob man stillsteht, ob man sich hinkniet und so weiter. Diese Dispersion Factors, die habe ich etwas verringert, aber den von dem quasi aus der Hüfte schießen, der halt ziemlich hoch ist, im Gegensatz zum wirklichen Zielen, den habe ich halt runtergesetzt, weil ich einfach so spiele. Und diese Genauigkeit, die ich da eingestellt oder verändert habe, ist so ein globaler Wert. Was sehr wohl noch unterschiedlich ist, ist die Genauigkeit der Waffen. Die hängt nämlich von der jeweiligen Waffe ab. Also die Dinger, mit denen man im Spiel anfängt, die schießen überall hin. Also in einem Konus oder in einem, also in einem Bereich von so und so viel Grad von dem eigentlichen Ziel, das man anvisiert hat, weg. Aber sie sind halt wahnsinnig ungenau. Und je besser die Waffen werden, desto genauer werden sie auch und so weiter. Je weiter man im Spiel voranschreitet, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Waffen findet, etc. pp. Also da gibt es sowieso schon einen Unterschied. Und was ich halt nur gemacht habe, ist halt die darauf dann addierte Ungenauigkeit unseres Charakters zu reduzieren, der halt grundsätzlich halt nicht genau schießt. Und je nachdem, wenn er dann halt auch noch aus der Hüfte schießt, wie ich das halt so gerne mache, dann wird es halt richtig ungenau und das kommt halt auf die Waffenungenauigkeit noch drauf und mit dem Ergebnis, dass man auf gewisser Entfernung nichts mehr trifft und das macht einfach nicht so viel Spaß. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich für jeden FPS-Spieler No-Go, aber ich habe es nochmal gemacht. Wir werden also und die Genauigkeit, die wir erleben im Spiel, wird halt von den Waffen abhängen in erster Linie und davon, ob wir uns bewegen, wenn wir schießen oder nicht. Aber nicht davon, ob wir durch die Einsights gucken oder nicht. So, erwartet also, um es zusammenzufassen, bitte nicht irgendwie Ego-Shooter-Fähigkeiten, die ihr bestaunen könntet. Die habe ich nicht, die gibt es also auch nicht zu sehen. Ich spiele es also tatsächlich, wie ein Rollenspieler so einen Ego-Shooter spielt. Also sehr, immer so an der Grenze zur völligen Unfähigkeit, aber ich werde also keine tollen Aktionen machen können, wo ich irgendwie, wie man das in irgendwie, also Counter-Strike werdet ihr nicht sehen. Also das ist einfach, ich spiele so, wie ich das Spiel spielen würde, wenn es kein Ego-Shooter wäre. Man versucht sich taktisch irgendwie halbwegs klug zu positionieren und dann zu schießen, aber dann, das geht alles viel besser. Also gerade wenn man sich da mal Leute anguckt, die das wirklich können, erwartet das also bitte nicht. Also es gibt Action, na klar, weil es ein First-Person-Shooter ist, wird eine ganze Menge geschossen. Es wird aber nicht unbedingt sich allzu heroisch anfühlen oder irgend sowas in der Art. Das wollte ich nur von vornherein klarstellen, dass niemand einen falschen Eindruck bekommt und sich fragt, was soll denn der Bullshit? Ja, und als letzter Punkt kommen wir jetzt zur Vorgeschichte des Spiels, so wie sie im Handbuch zu Shadow of Chernobyl abgedruckt ist. Das könnte ich jetzt vorlesen, aber ich dachte mir, wir machen das anders. Im Nachfolger Call of Pripyat gibt es nämlich ein ganz passables Intro-Video, das auch genau das, was im Shadow of Chernobyl Handbuch in Textform vorzufinden ist, in audiovisueller Form darbietet und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe dieses Intro-Video natürlich so zurechtgeschnitten, dass der Teil der Vorkommnisse in diesem Spiel, also in Shadow of Chernobyl, spoilern würde, die habe ich rausgenommen und es ist jetzt quasi einfach nur das, was man auch im Shadow of Chernobyl Handbuch als Vorgeschichte vorfinden würde. Ja, das gucken wir uns jetzt an und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns im Stream. Bis dahin. Tschüss. At 0123 on April 26, 1986, the reactor of Power Block 4 of Chernobyl NPP is destroyed following a series of thermal explosions.
the resulting radioactive cloud moves across the European part of the USSR, Eastern Europe, and Scandinavia, eventually reaching America. The consequences of the disaster are so serious that the government is forced to begin evacuating the residents of nearby towns and villages. A 30-kilometer exclusion zone is created to stop residents from returning to the contaminated area. Despite the disaster, the Chernobyl NPP continues to operate. The existence of a power station, as well as the fact that the area is no longer inhabited, leads the Council of Ministers of the USSR to set up a network of secret laboratories in the exclusion zone. June 11th, 2006. The exclusion zone lights up with a flash of blinding light as clouds can be seen evaporating in the sky. After a moment of complete silence, a peal of thunder shakes the ground. Most of the government forces guarding the perimeter are killed instantly. 2008. Scientists are still unable to explain what happened. Rare expeditions into the zone usually end in tragedy, with survivors telling stories of mutated animals with incredible abilities roaming the area. According to various estimates, by 2010, the zone is home to between 1 and 300 unknown individuals. They call themselves stalkers and make their living by collecting anomalous formations known as artifacts, which they sell for considerable sums of money. 2011. Despite military cordons, the stalker phenomenon is growing in numbers. However, stalkers travel primarily around the zone's edges, with the center remaining terra incognita. The few attempts to penetrate deeper into the zone have all ended in failure.